Hallo liebe LS-Landwirte, willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Andi spielt. Wir sind heute auf der Karte Neve Klof, so heißt sie offiziell. Im Forbidden Mods als Neve Klof ist sie da bezeichnet. Ich habe auch die Bezeichnung Lotka und Neve Klova gelesen, der Lotka U Neve Klova, aber die Überschrift ist Neve Klof, von daher möchte ich es jetzt mal dabei belassen. Wir stehen hier am Eingang unseres Bauernhofes, unserer Farm. Wir werden hier begrüßt von einer kleinen Kuh, die hier steht. Einer kleinen Kuhstatue. Scheint sogar nachts angestrahlt zu werden, wenn ich das richtig sehe hier. Und dann schauen wir uns zunächst mal an, wie der Hof hier aussieht. Es ist ein recht moderner Hof. Eine Waage haben wir hier. So, hier drüben ist die Verwaltung. Agrarbau und Gewerbe bei Hörmann. Können wir mal hier reingehen? Oh, hier drin wird sogar Musik gespielt. Hallo, ist hier jemand? Darf ich mal kurz stören? Ich möchte mir gerne mal die Halle anschauen und den Hof. Darf ich? Danke. Niemand da? Okay. Anscheinend wird hier gerade ein Traktor repariert. Oder die Sämaschine. So, was haben wir denn hier noch auf unserem Hof? Wir haben hier ein großes Silo. Ablade- und Aufladetrigger. Was haben wir hier hinten? Ein Gator. Gehört der uns? Ja, da kann man einsteigen. Also, ein Gator haben wir. So, hier ist noch eine Halle, da steht unser Drescher. Ich habe wie immer im einfachen Modus gestartet. Eine riesige leere Halle haben wir hier. Viel Platz. Unterstände. Was ist hier? Noch mehr Hallen. Noch mehr Unterstände. Silo. Da fehlt ein Stück Mauer. Das ist scheinbar so gewollt. Hier geht's raus auf die Felder. Kommen wir gleich noch dazu. So, da waren wir schon drin. Genau. Und hier haben wir auch noch ein paar Hallen. Ja. Also Hallen gibt es hier reichlich auf dieser Karte, wie ihr seht. Ansonsten haben wir offensichtlich nicht so sehr viel dabei. Wollen wir uns mal die Karte anschauen. So sieht sie aus. Ist nicht allzu groß. Wir haben, glaube ich, 21 Felder. Nee, doch 21 Felder und dann noch ein paar Wiesen. 24, 25, wenn ich es richtig sehe. 26. Okay, das geht bis 26. Felder und Wiesen anscheinend. Weil 4 ist ja auch blau. Nee, halt. Die blauen gehören uns. Also es gibt 26 Felder. So, und wenn wir schon dabei sind, schauen wir gleich mal an, welche uns gehören. Also wir haben schon mal einige hier dabei. Als neuer Farmer im einfachen Modus. Dann können wir da schon starten. Es gibt ja die Standardfrüchte auf der Karte, keine Multifrüchte. Wenn wir neu starten, auf unseren Feldern scheint aber nicht allzu viel zu wachsen. Ich glaube, wir haben nur Gras. Eins, zwei, drei, vier, fünf Wiesen haben wir, lediglich hier oben auf dem Feld 4. Ist kein Gras, aber da ist auch gar nichts anderes, das ist gekobert. Tja, Pech, da müssen wir wohl erst was anbauen. Natürlich blöd, wenn man dann mit Seasons spielt und im August startet, dann ist das etwas schlecht. Dann muss man eine Weile warten, bis man die erste Ernte einfahren kann. Aber man kann immerhin Gras ernten. Oder man schaltet Seasons aus und fängt gleich mal an zu sehen. Mission kann man auch machen. So, unser Fuhrpark. Alles niegelnagelneu. Es ist reichlich
dabei an Geräten und Fahrzeugen, wie ihr seht. Dann machen wir mal einen kleinen Flug über die Karte. Schauen wir sie uns einfach mal von oben an. Und dann drehen wir noch, wie gewohnt, eine kleine Runde mit dem Traktor. Einfach, dass man da ein bisschen besseres Feeling für die Karte kriegt. So. Hier sind die ganzen leeren Felder. Sie sind recht groß. Unten haben wir ein kleines Dorf, eine Kirche. Ich glaube, das ist irgendwie so tschechisch oder polnisch, diese Karte. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was von beiden. Aber vom Namen her tschechisch oder polnisch. Ansonsten ist viel Standard hier drauf. Also ist jetzt nichts Außergewöhnliches, was ich jetzt hier so entdecke auf den ersten Blick. Ja, ihr seht. Also ist nicht ganz 0815 gemacht. Hier unten fährt der Zug. Die Felder haben schon ganz recht natürliche Formen überwiegend. Also keine quadratisch praktisch guten. Seht, dass sie hier passen sich gut an die Straße an, die Felder. Ja. Schon recht strukturiert aus. Hier haben wir eine Burgruine. So. Hier haben wir diverse Produktionsgebäude hier unten. Da noch ein kleines Dorf. Und unser Hof ist hier. Wir wollen schauen, dass wir hier zwischen Silo und der Halle landen. Also dann gucken wir mal, ob wir richtig. Ja, wir landen auf dem Dach. Na gut, das macht auch nichts. So. Und dann steigen wir hier einfach mal ein, um eine kleine Runde zu drehen. Ja, manchmal ist echt verrückt. Also die blauen Tischen, die blauen unsere eigenen Felder. Also ich habe schon so viele Kartenverstellungen gemacht und so viel gespielt. Oh je. Ja, ich brauche ich mal Urlaub von meinem Landwirtsdasein hier. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Hier sind wir jetzt auf der Straße. Da fahren wir einfach mal, folgen wir einfach mal dieser Straße hier in den Bogen. Und fahren wir mal hier runter. Hier zu dieser Moravia. Machen wir die Minimap an, dann sehen wir das besser. Okay, also von den Straßenschildern her würde ich sagen tschechisch. Schön warten. Jetzt komme ich. Die Fahrzeuge sehen sie nicht so tschechisch aus. Verkehrszeichen auch eher deutsch. Ich weiß, ich war jetzt schon lange nicht in Tschechien, aber haben die inzwischen auch Verkehrszeichen hier, sich unseren angenähert haben. Aber früher sahen die da immer ein bisschen anders aus. So, jetzt seht ihr, fahren jetzt hier den Bogen. Also hier sieht es doch, ja, recht natürlich aus. Hier gibt es noch Wälder, ist nicht alles platt gemacht. Die Straße finde ich persönlich etwas schmal, wenn man mit großem Gerät fährt. Wird es hier eng. Bei Autodrive sollte man wahrscheinlich den KI-Verkehr ausschalten. Sonst könnte es ab und zu mal rappeln. Schöner See. Gibt es eigentlich in Tschechien noch diese schräg stehenden Bahnschranken, die es da früher mal gab? Wollte ich jetzt da lang fahren oder nicht? Wo wollte ich eigentlich lang? Ne, ich wollte geradeaus. Hier rechts. Ja, also der Bahnübergang sieht auch tschechisch aus. Das Andreaskreuz da so liegt. Früher gab es da aber so Bahnschranken, die standen so schräg. Und es war auch ganz witzig. In der DDR,
hat man im Bahnübergang oft lange gewartet. In der Tschechoslowakei, wenn man sich im Bahnübergang angenähert hat, das Rotlicht hat angefangen zu blinken, dann gingen auch sofort die Schranken runter, es kam ein Zug und die Schranken gingen wieder hoch. Es gab kaum Wartezeit, erinnere ich mich gerade so. Und die Schranken standen immer schon so schräg, dass man dachte, die gehen gleich runter. Bei uns standen die immer senkrecht, aber wie gesagt, in Tschechien schräg, dass man dachte, okay, jeden Moment fällt sie automatisch runter. Oder, ja. Also, jetzt erklimmen wir mal hier diesen Berg, fahren ein bisschen durch den Wald. Haben wir jetzt auch gesehen, was das hier ist. Auf der Karte, dass es so dunkel ist, ist ja ein Waldgebiet. Schöner Tannenwald. Riecht es gleich ganz anders. Richtig nach Harz. So, hier fahren aber viele Enten rum in Tschechien. Okay. Also, ich glaube, wir haben mal wieder eine kleine Runde gedreht hier auf der Karte. Wenn ich hier noch weiterfahre, dürft ihr gerne mal auf den Daumen klicken. Ich würde gerne ein paar Daumen sammeln. Da habe ich noch nicht so viel bekommen. Oder, wenn ihr noch mehr Map-Vorstellungen sehen wollt, ich werde noch weitere machen. Ich schaue immer mal nach, was so an neuen Maps rauskommt. Und genau, dann abonniert einfach meinen Kanal. Dann klickt auch eine Benachrichtigung. Aufs Glöckchen klickt, wenn ich neue Sachen hochgeladen habe. Gut, also. Hier an der Kreuzung machen wir Schluss. Wo geht's hier hin? Nach Lotka und nach Neveklov. Genau, so heißt ja die Karte. Lotka u Neveklova. Also, jetzt haben wir es nochmal genau gesehen, wie es geschrieben steht. Den Link zum Download werde ich euch in die Videobeschreibung stellen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr die Karte gern spielen, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.